Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boing und wir spielen wieder No Man's Sky. Es gibt was Neues und ich habe das Sternsystem und den Planet umbenannt. Und zwar nach dem Aliens-Film heißt das System Zeta Reticuli und der Planet LV426 mit dem Zusatz Cheeky Boing 1. Das ist der erste Planet, den ich entdeckt habe. Ich habe das Ganze hochgeladen und habe ganz schön viel Kohle dafür gekriegt. Und wir sehen jetzt hier schon Wegpunkte, haben wir keine entdeckt, aber dafür Einträge gemacht. Und das sind die verschiedenen Spezies, die wir entdeckt haben. Die können wir auch umbenennen. Und ich würde tatsächlich diesen hier in Erinnerung an meine erste Katze Shiki nennen. Das ist Shiki. Also nicht meine erste Katze, aber eine meiner Katzen. Dann haben wir hier eine Pflanze und die heißt einfach Sonne, weil die erinnert mich irgendwie an eine Sonnenblume. Dann, was ist das hier? Sieht aus wie ein Hamster. Oder ein Hamster? Nein, das ist kein Hamster. Das ist irgendein, was ist das denn für ein Häuschen da hinten drauf? Ich weiß gar nicht. Das ist Schnecki. Schnecki. So, und was haben wir hier noch? Das ist einfach irgendein Faultier-ähnliches Schweinewesen. Faulschwein. Das ist das Faulschwein. Jawohl. So, da haben wir doch schon mal einiges hier benannt. Und wir wollten eigentlich fliegen. Zum Starten W gedrückt halten. Haben wir denn überhaupt genug Treibstoff? Wie sieht das aus? Wir haben eine Photonenkanone übrigens auch. Wie viel Treibstoff haben wir? Tamium 9 brauchen wir. Okay, wir würden einfach mal versuchen zu starten. Oh mein Gott, wir fliegen! Wege rückhalten. Nee, wir wollen eigentlich landen gleich wieder. Wir haben das Raumschiff starten erreicht, okay. Aber wie können wir landen? Mit E? Eine Sequenz wird eingeleitet. Oh, das war aber knapp. Okay. Cool. Wie viel haben wir jetzt verbraucht hier? Wie viel Sprit? Ja, ein bisschen was, ne? Ein bisschen was auf jeden Fall. Plutonium und Tamium, das brauchen wir. Gucken wir mal, was dieser Monolith hier hergibt. Wieder irgendwelche Tiere. Das haben wir schon. Das Schnecki. Den hatten wir noch nicht. Ist ja süß. Okay. Sieht aus wie ein kleiner Schakal. Der Monolith sieht schon sehr merkwürdig aus. Eine Hinterlassenschaft einer fremden Spezies. Du hast das Korvax-Wort für selten erlernt. Lernen wir mal noch mehr. Was kann man sonst noch an diesem Monolithen machen? Eigentlich irgendwie gar nichts. Okay. Schade. Ich dachte, hier könnten wir auch irgendwas. Oder müssen wir uns hier draufstellen? Orientierungspunkt. Ich fühle mich schwach, als ergriffe etwas von meinem Geist Besitz. Auf meiner Haut wachsen Pusteln, blähen sich auf und platzen. Ich fühle zahllose Nadelstiche durch jedes sich öffnende Loch. Plötzlich klettern Metallspinnen, viele kleine Wächter, meine Schulter hinauf und in mein Helmvisier.
Kann das real sein? Das kann nicht real sein. Ich fange an zu schreien. Waffe abfeuern, abwarten. Wir warten mal ab. Oh, ich habe eine Art Test bestanden und kriege eine Belohnung. Korvax-Gehäuse bekommen. Was kann ich damit machen? Metallische Hülle einer toten elektronischen Lebensform, die zu weit von ihrer Art entfernt war, um von einem neuen Wesen in Besitz genommen zu werden. Sie erzielt einen hohen Preis. Alles klar. Das ist gut, das können wir verkaufen. Wow. Autsch. Okay, das sollte nicht sein. Aber Monolithe abbauen geht schon mal nicht. Okay. Platin. Ja, wir laufen jetzt mal ein bisschen durch die Gegend. Wie können wir denn hier unser Dingens hier ein bisschen, ich sag mal, verbessern? Technologie, Überbrückungsschip, Warpzelle. Ach so, Warpzelle, Antimaterie. Wie kriegen wir denn Antimaterie hin? Der häufig zur Herstellung von Antimaterie... Ach, Suspensionsflüssigkeit, okay. Plutonium und Suspensionsflüssigkeit. Und wie können wir Suspensionsflüssigkeit herstellen? Stelle Produkte her. Ja, würde ich gerne. Müssen wir wahrscheinlich erst lernen, wie das geht. Ja. Müssen wir den Planeten noch ein bisschen erforschen. Vielleicht fliegen wir auch einfach mal nach draußen... Weil vorrangig brauchen wir natürlich die Rohstoffe für unser zum Fliegen. So, zum Fliegen. Das ist so das, was wir eigentlich vorrangig brauchen. Zumindest jetzt am Anfang. Genau, Tamium 9. Tonium. Oh, was ist da hinten? Ist das unsere... Da, wo wir abgestürzt sind? Nein. Sind wir wieder zurückgelatscht? Reisemeilenstein erreicht. Achso, wir haben 5 Worte gelernt. Neue Technologie, Kanonen, Schaden, Tau. Okay. Kohlenstoff. Da unten ist Heilung. Oh, hier diese Riesenmaus, da müssen wir mal scannen. Ach, die ist ja auch niedlich, oder? Ja, ich finde immer alles niedlich, ist klar. Das ist eine Höhle.
Eine überirdische. Plutonium. Okay, da jetzt unser Inventar voll ist, sollten wir mal langsam hier wieder zurück zu unserem Schiff. Haben wir eigentlich... Was bedeuten Wegpunkte? Ich habe das Gefühl, wir haben hier irgendwas noch nicht gemacht an diesem Punkt hier. Aber eigentlich haben wir doch hier alles eingesammelt. Okay, dann mal schnell zurück zum Raumschiff. Alles klar. Schnell rein! Jawohl. Okay. Kohlenstoff brauchen wir. Tamium 9 übertragen wir mal alles. Wie viel Platz haben wir denn hier? Können wir die auch noch rüberhauen? So, dann laden wir mal wieder auf hier. Impulsantrieb. Ist jetzt bei 100%? Jawohl. So, der hier machen wir auch mal bei 100%. Ein bisschen haben wir noch. Können wir den hier noch herstellen? Mikro, dichtes Gewebe, extrem vielseitig. Überbrückung, das könnten wir gleich bauen, um so eine Station zu finden. Aber wie können wir das denn aufrüsten? Sagt mal, Jungs. Wie geht das? Wie kann ich meine Technologie installieren? Na gut, das ist ja, um länger zu rennen. Das interessiert mich ja jetzt nicht, aber vielleicht hier irgendwie den Gefahrenschutz erhöhen oder Lebenserhaltung zu erhöhen. Stellen wir es einfach mal her. Was können wir jetzt machen? Was können wir jetzt damit tun? Eigentlich nichts, oder? Okay. Es wird sich noch rausstellen, was wir damit tun können. Aber ich stelle den einfach mal her. So, dann fliegen wir mal gleich zurück und gucken, wo wir dieses... die Station finden. Wo war denn hier dieser Leuchtturm nochmal? Winziger Ruckler. Da ist der Leuchtturm. Glaube ich. Auf jeden Fall ist da unten eine Station. So. Flachland unentdeckt. Es ruckelt ein bisschen. Nicht schlimm. Scanne einfach mal die Umgebung ab. Oh, aua. Hier ist Zink. Komm, sammeln wir mal das Zeug mal eben erst ein. Wieder auf nach oben.
Ah, Platin, Platin, Platin. Platin Heridium. Objekte übertragen. Gehen wir mal in die Station rein. Da war ein Raumschiff. Hier ist wieder ein Scanner. Signal eines Wegpunkts. Hier können wir speichern. Okay. Kann ich da rein? Oh. Automatisch geht die Tür aber auch nicht auf, ne? Okay. So, was können wir hier machen? Außer Wäsche gucken. Neue Technologie entdeckt. Strahlenfokus Sigma. Dafür brauchen wir noch Eisen. Ah, okay. Können wir schnell abbauen. Das brauchen wir unbedingt. Haben wir eine neue Technologie erlernt. Gerät interagieren. Gesundheit auf Maximum. Okay. Hat sich gelohnt. Aber dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Ja, das sollte reichen. Multiwerkzeug. Technologie installieren. Strahlenfokus. Um die Zerstörung des Terrains zu beschleunigen. Dafür brauchen wir Titan, aber wir können ja schon mal das hier herstellen. So, okay. Was hätten wir hier noch? Blitzwerfer. Das ist eine Waffe. Okay. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal schneller beim Zerlegen. Hier noch speichern. So, wo sollen wir als nächstes hin? Übertragung, Kennung für lokale Übertragungsstation, Unterschlupf. Okay, Monolith haben wir schon, koloniale Außenposten. Ah, da hinten ist eine Fabrik, okay. Die ist ziemlich weit weg. Haben wir eigentlich eine Karte hier? Irgendwo? Reise. Entdeckungen. Wegpunkte. Ulflachland. Okay. Oh, wir können noch zwei Kreaturen benennen. Das ist Ninja Panda. Und dann haben wir noch umbenennt, hochladen. Zebra Miau. Also können wir halt Kohle sammeln ohne Ende. Unsere Lebenserhaltung mal wieder ein bisschen hochpushen. Haben wir die denn schon gescannt? Ich glaube nämlich nicht. Die sind aber auch so weit weg. Ich glaube, das ist nicht so einfach, die zu scannen. Und es wird dunkel. Gefällt mir gar nicht. Dann lass uns schnell hier zur Fabrik fliegen.
Können wir eigentlich auch nach unten gucken? So mit Bild down oder so? Ich muss mal eben die Steuerung schauen von dem Fluggerät. Flugsteuerung. Beschleunigen ist W, Bremsen ist S. Booster ist Umschalt, das ist Rolle, Schiff verlassen, Landung, Waffe. Okay, mit CS können wir auch scannen. Pulsantrieb, Leerkarte, galaktische Karte. Und hier haben wir auch eine Karte. Ne, leider nicht. Alles klar. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur Fabrik. Bisschen tiefer fliegen, geht das? Oder sind wir auf diese Höhe hier beschränkt? Ich meine, ist ja auch okay, wenn das automatisch anpasst. Ein bisschen hakelig, tatsächlich. Mit Pet. Ich hoffe, da erwartet uns jetzt nicht irgendeine Überraschung, die böse ist. So, mal ganz langsam hier drüber fliegen. Und dann würde ich sagen. Ups, irgendwie landen. Oh mein Gott. So. Das Abtet-Tal. Jetzt automatisch hier auch wegpunktmäßig. Nö. Erfasst natürlich nicht. Speichern wir mal. Das Licht angemacht. Abwurfkapseln. Alles untersuchen. Immer alles auseinandernehmen. Nichts gefunden. Schildsplitter. So, wo geht's hier rein in die Fabrik? Hier nicht. Der Eingang. Oh, da brauchen wir eine Waffe für, okay. Was kostet denn hier diese... der Blitzwerfer? Kampffokussierte Waffe. Versuchen wir es mal. Oh oh. Oh mein Gott. Jetzt haben wir ein Problem, liebe Leute. Die Wächter gehen uns auf den Sack. So, erstmal sind noch keine weiteren Drohnen in Sicht. Oh, wir sind schon mal drin. Alles klar. Hauptsache, die kommen hier nicht rein.
Puh. Produktrezepte, aber das System stürzt ab. Datenspeicher natürlich. Ich erhalte eine Belohnung. Ja, geil. Suspensionsflüssigkeit haben wir. Super. Ja, cool. Damit können wir dann auch Zwischensystem reisen. Ist ja toll. Irgendwie ist unser Inventar voll. Ist jetzt nicht so cool. Neue Technologie. Nachladebeschleunigung. Können wir hier noch weiter gucken? Nö. Ja, da haben wir doch einiges geschafft. Und sogar noch einen Meilenstein erreicht. Ein Wächter zerstört. Es war ja nicht nur einer. Fairerweise. Was fährt denn hier hoch und runter? Ah, ein Tisch. Na gut, gehen wir mal zum Raumschiff und laden ein bisschen Klamotten ab. Und dann können wir auch die Flüssigkeit herstellen. So. Also, das hier würde ich erstmal wieder zerlegen, glaube ich. Dann übertragen wir das Amulett. Das brauchen wir nicht im Inventar. Und Titan und erstmal alles rüber, soweit es geht. So. Hier ist ja eigentlich alles gut. Außer hier. Hyperantrieb. Warpzelle. Und die Warpzelle kriegen wir nur dadurch. Irgendwie ist alles voll hier. Warpzelle. Dafür brauchen wir nämlich. Tamium ist okay, Antimaterie. Und Antimaterie. Die Flüssigkeit. Achso, ja. Elektronendampf brauchen wir und Suspensionsflüssigkeit 1. So, herstellen. Zack. Dann stellen wir her. Wir tun es einfach mal, weil wir es können. Dieses Elektronendampf. Und dann muss es irgendwie noch weitergehen. Dann müssen wir irgendwie Antimaterie herstellen. Aber das wissen wir noch nicht, wie es geht. Alles nicht schlimm. Wir sind ja schon mal ein Stück weiter. So. Liebe Leute, Zink nehmen wir mal wieder mit. Einfach zur Sicherheit. Dafür übertragen wir den Rest rüber. So, und machen dann, stellen so ein Ding nochmal her. Und werden dann gleich zum nächsten Punkt fliegen. Sammeln wir hier noch ein bisschen ein. Speichern gleich nochmal. Mal gucken. Die Zeit vergeht hier irgendwie so schnell. Schadensradius, okay. Wie viel, wie lange wir schon gespielt haben? Wir haben schon fast wieder eine halbe Stunde gespielt. Oh mein Gott. Ich glaube, wir machen jetzt hier einsammeln und dann auf zum nächsten Punkt. Nee, ich will gar nicht den Blitzwerfer benutzen. Wie kann ich denn hier wieder switchen? Ja, ich möchte aber den hier benutzen. Kann ich irgendwie wechseln?
Kann ich denn die, in Anführungsstrichen, Waffe wechseln? Waffenmodus ändern, X. Okay. Da haben wir noch Energie. Platin. Zink. Definitiv immer gern gesehen. Aber wir brauchen das rote Zeug. Das gute rote Zeug. Es wird wieder hell. Also eigentlich ist der Planet gar nicht so schlecht. Sollte man nicht meinen, aber er ist ganz nett. Auch wenn er so lebensfeindlich ist, in Anführungsstrichen. Ist hier dann eine Höhle. Können ja gleich einfach mal in den Weltall fliegen. 1 Minute 40 zum Fragezeichen. Da laufen wir doch mal hin, oder? Oder ist das zu weit? Was finden wir bloß in dieser Höhle? Wow, das ist aber beeindruckend hier. Krass. Ist ja wunderschön. Auf jeden Fall gibt es hier viel zum Abbauen. Oben gibt es irgendwie eine Truhe. Ist alles hier Plutonium. Mich frage ist, und ich hoffe, es ist hell genug, ob das Spiel hell genug ist. Das frage ich mich. Da brauche ich dann vielleicht nochmal Feedback von euch. Was ist das denn da? Mein Gott, hier gibt es viel zu entdecken. Habe ich da ein Loch reingeschossen? Zwei Minuten entfernt. Oh, hier liegt eine beschädigte Maschine. Phasenkühlmittel Tau. Mhm, okay. Wo sind denn jetzt die ganzen Kisten? Sehr merkwürdig. Na gut, auf zum Schiff. Auch immer mein Schiff ist. Wo ist es? Da hinten. Wahnsinn. Wunderschön. Ein wunderschöner Planet. Und absolut tödlich. Noch dazu. Niedrig.
So, ganz schnell zurück zum Schiff, weil wir überziehen hier gnadenlos. Die nächsten Folgen werden auch definitiv nicht so lange laufen. Aber irgendwie kann man auch nicht aufhören. Verzeiht mir bitte. Aber ja, es macht einfach so viel Spaß. Beim nächsten Mal, also morgen, werden wir dann, cool, da ploppt gleich was rein. Ein riesen Pop-up, oder? Es hängt da so komisch. Haben wir den schon? Ich glaube ja. Ich wollte speichern und dann zum Schiff. Das ist ja so konsolenmäßig, dass wir einfach nicht überall speichern können. Nein, alles gut. Nichts gegen Konsolen. Da war einer im Tiefflug. Ich krieg euch noch. Ich krieg euch noch. Gut, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein kleines und großes Däumchen nach oben. Und schaltet morgen wieder ein und schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr No Man's Sky? Spielt ihr selber? Ja, wie findet ihr mein Let's Play? Ich hoffe, es gefällt euch. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss!